Willkommen zu der Folge Minecraft Orion Amperia. Amperia, Leute. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Minecraft Amperianus Amperia Amperian. Performant. Ja. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Minecraft Amperia. So, was haben wir letzte Folge Minecraft Amperia gemacht? In der letzten Folge haben wir einmal unseren Beanhive auf dem Apiary upgraded und sind bei Luca eingebrochen und ja, haben ein bisschen Bean-Stuff gemacht, weil wir haben gerade nicht so viel zu tun. Mein Casino habe ich weitergebaut. In dem Folgen konnte ich jetzt nicht so viel machen, weil ich persönlich warte halt nur auf das nächste, aufs nächste Kapitel. Paul hat gerade persönlich keine Zeit, richtig daran zu arbeiten. Vielleicht zeitlich schaffen wir jetzt am Wochenende alles einzurechnen. Und dann müssen wir auch nur den Ender Dragon Fight machen und dann passt alles, Leute. Ja. Oh gut, zwischenzeitlich hatte ich noch einen kleinen Livestream mit euch. Und da haben wir den Apiary eingerichtet und alles, dies, das. Im Moment macht mir eigentlich ganz gut Bock, mit der Bienenmod zu arbeiten und ich kriege da mega viel Stuff raus. Deswegen, Leute, ich habe euch gefragt, ob ich ein Bienenhäuschen bauen soll oder im Berg. Und ihr wolltet, dass ich es im Berg baue. Bitte erratet, wie ich in den Berg reinkomme. Okay? Es ist kein so schweres Versteck, das sieht man. Ist, glaube ich, eindeutig, wo das ist. Stoppt die Aufnahme, schreibt einen Kommentar. Für die Leute, die im Stream dabei waren, wissen es eh. Die wissen, die alten Hasen, die wissen es eh, dass hier der Eingang ist. So, kommt man hier rein. Wir haben einfach so einen blauen Himmel gemacht. Für den Himmel. Hier ein bisschen Gras, hier ein bisschen Blumen für den Eingang. Das ist eine automatische, hier einmal die Honeycombs zum Flex, automatische Zentrifuge, die ich hier draußen schon stehen habe hier. Nur dies ist komplett automatisiert und lässt drei Honeycombs auf einmal dingsen. Dann habe ich das automatisiert, habe den Stuff einmal hier reingescheppert. Hier den ganzen Stuff, den wir aus den Honeycombs bekommen. Und dann ist hier der kleine Raum, wo die Bienen chillen. Hier der Perry, dann habe ich hier einmal eine RGB-Biene, eine Biene, eine Redstone-Biene, Beeper und eine Diamanten-Biene. Und ja, die chillen hier alle, produzieren, das kommt dann hier rein, der ganze Stuff. Und da wird dann hier rausgenommen. Produziert eigentlich die normale Biene? Nein, ich bin dumm, ich habe die... Nein, das wollte ich nicht. Okay, Leute, weil die RGB-Biene, die verstopft eigentlich nur alles. Die muss ich wieder einsammeln. Die muss ich sperren wieder. Zack, hier, sperren. So, das ist die RGB-Biene, weil die lässt dann hier alles verstopfen. Weil die ist jetzt nicht so wie die anderen, die so geschmolzen wird. Und ja, das ist jetzt so die ganze Bienenfarm, die ich gemacht habe, Leute. Und, Leute, ich habe so viel Stuff. Perry. Perry. Nein, okay. Was soll das Zeichen? Add reuse. Add B. Dann machen wir es so, Leute. Hier. Tier 1 Parry, Tier 2 Parry, Tier 3, Tier 4. Das ist jetzt irgendwie gerade meine Mission. Ich habe irgendwie Bock, jetzt ein Tier 4 Parry zu machen. Okay. Für ein Tier 4 Parry brauchen wir 4 von, okay, jeweils von denen 4 Stück. Okay, brauchen wir 4 Hives. Da brauchen wir hier für 16 Hives. Wenn das hier 16 sind, 16 mal 4 für 64 Hives brauche ich hierfür. Für ein Tier 3 Apparel brauche ich 64 Hives.
Und da brauchen wir dann hierfür 64 mal,236, was? Okay, Leute, wir machen erstmal, versuchen Tier 3 Apparel zu machen. Okay, wir machen uns erstmal einen Stack Tier 4 Beehives. Und dann geht das. Würde ich sagen. wenn ich so hoch überhaupt komme. Dafür war. Oh. Wir brauchen dafür ein paar Bienennester. Suboptimal, dass ich hier keine Bienennester gerade parat habe. Ich habe alles gut vorbereitet. Aber Leute, hier, das sind die Materialien, die ich bis jetzt in den letzten paar Tagen rausbekommen habe. Ja. Ich würde sagen, damit kann man arbeiten. Okay, Leute, wir gehen jetzt einfach mal nach Bienennester schauen. Und nehmen einfach mal alles mit. Okay, ich gehe vorher schlafen. Und dann holen wir uns ein paar, die wir dann abbauen. Und da gucken wir mal, um ein paar zu machen. Ich dachte, jetzt können wir ganz cool so auf 64, weil ich so viel Materialien habe. Und dann merke ich, ja, mir fehlen die Dinger. Dann fehlt mir jetzt noch ganz viel Gras. Ja. Mies ist so ein Leben. Aber so ein Apparel ist ganz cool, Leute. Und ja. Okay. Wir müssen einfach jetzt rumlaufen und die Dinger ein bisschen suchen. Notfalls, wenn wir es nicht schaffen, mache ich es vielleicht im Stream oder offscreen. Ja, ja. Stream bietet sich mal gut an, mit euch darüber zu über Themen zu talken, während wir das suchen. Und offscreen. Schau ich einfach YouTube, meine Videos, reite ich rein und ja, Spaß. Okay, normal habe ich immer das Gefühl, dass ich viel mehr Dinger finde, aber, naja, okay, da ist eine RGB-Biene, also muss hier ein Ding in der Nähe wieder sein. Hier ist auch eine, also, Bro, wo führst du mich hin? Bro, wo ist hier eins? Ist hier irgendwo eins? Lule. Lule, Leute. Nein, nein. Ah, hier. Hier haben wir eins. Zack. Bombe. Ich hoffe nur, dass die Bienen nicht gleich aggressiv auf mich werden, wenn ich die Dinger hier so abbaue. Aber, ich glaube, das passt alles. Hier ist mein Buch. Zack. Dann können wir uns auch schneller fortbewegen. Okay, nice. Hier direkt. Zack, Plants finde ich irgendwie dafür besser geeignet. Man hier, zack, direkt zwei Stück weggesnackt. Vielleicht finden wir hier gleich noch mehr. Ich habe irgendwie mal das Gefühl, dass auf Plants die meisten Dinger spawnen. Ah, hier, guckt direkt hier in einem Biom gleich schon drei Stück gefunden. Finde ich Bombe. Insgesamt haben wir schon vier Beehives haben wir schon mal. Let's go. 60 Stück brauchen wir noch. Ja. Okay, das ist gerade, so habe ich das Gefühl, so das Nervigste, diese Dinger zu finden. Schade, dass man die nicht craften kann, weil Ressourcen habe ich. Ich weiß noch, wie so mega nervig das für mich war, auf Bienenwachs zu kommen. Und jetzt habe ich einfach ein paar Stacks Bienenwachs. Das ist einfach nicht zu glauben. Das ist einfach krank, dass man hier alles so automatisieren kann und auch screenen machen. Oh, geil, gutes Öl. Öl ist wichtig. Und Luca, wenn du die Folge siehst, die Ölquelle knappst du mir nicht ab. Denn ich war irgendwann mal mit Luca hier auf dem Server. Ich habe für den Shop vorbereitet und danach hat Luca einfach ohne Grund. Weil Öl kann man, das Öl, was ich brauche, kann man nur für eine Sache gebrauchen. Und Luca hat sich einfach alles in der Nähe abgeknappt. Bro, kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Danke. Und Codierung kannst du bitte nicht überlastet sein? Danke dafür. Sorry Leute, wenn das Video jetzt für euch laggt. Aber mein PC ist zu kacke. Spaß. Ja. Sagt das YouTube. Erstmal nicht. Aufnahmeprogramm. Okay, wir haben jetzt hier ein paar Stück. Wir haben gerade mal 5. RIP. Okay, Leute, wir machen einfach jetzt ein paar. Hier, zack. So, und ich habe kein Gras. Miese.
Miese Leute, kein Gras. Ganz schwierig. Zack, hier. Wo bist du? Da. So, ich hoffe, ich kann das Gras abbauen. Hier. So, nice. Okay, zack. Und wenn ich wieder Nussgras brauche, nehme ich einfach Dings. Ah, hier. Ist auch gutes Gras dabei. Nehme ich einfach, wie heißt es? Bauen wir und setze neues. Seit wann habe ich hier blaue Blumen? Hier, moin. Habe ich nie gesehen, wo ich für meine Bienen Blumen gesucht habe. Habe ich das blaue, die blauen Blumen nie gefunden. Okay, egal. So, wir haben jetzt hier plus die Dinger hier. Und dies können wir jetzt ein paar Bienenhives machen, hoffentlich. 5 Stück. Zack. Zack. Zack, so. Okay, 2 könnten wir noch, warte. Grass. Hab ich hier noch irgendwo Gras rumliegen, welches ich gebrauchen kann? 10 Stück noch, nice. Okay. Warte. So. Dann machen wir den hier. Zack, passt. Hier, nice. Okay. Die Dinger mache ich jetzt. Ah, mit den Waben. Okay. So, dann habe ich dich. Dann mache ich aus dir die Waben. Okay, warte. Dann machen wir hier. Zack. Zum Glück kann man aus Blöcken Waben machen. Und sonst hätte ich zu den Bienen gemusst und mir die geholt. Aber egal. So geht's schneller und entspannter. So. 8 Stück. Hier brauchen wir. Ah, hier brauchen wir denn die Blöcke. Zack. Mache ich kurz wieder Blöcke daraus. So. Warte. So. Ich habe gesagt, so. Ja. Nice. Du kommst dann so hin. Dann nehmen wir hier einen Stack, da einen Stack. Gut, dann nehmen wir, wo seid ihr hier? Zack. 8 Stück. Dann baue ich hier. Dann baue ich hier Honig. Haben wir. Honig haben wir auch. Und dann haben wir hier, zack, 8 Stück von 64. Tier 1 können wir uns 2 machen. Da haben wir insgesamt 3. Zack. Und das habe ich auch noch genug. Nein, hier Tier 1. Ah, ich habe hier. Die habe ich übersehen. Tier 1. Tier 1. Zack. 2 Stück. Nice, Leute. War doch gerade schon mal ein guter Fortschritt. Okay. So. Jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich diese Folge machen wollte. Nämlich ein Steak essen. Na, Spaß. Wir haben hier. Habe ich was abgeliefert? Habe ich das hier? Ich weiß, wo ich die hab. In meinem Maschinenraum. So. Denn wir haben hier 11 diese Kanister. Denn ihr habt bestimmt schon am Titel erkannt. Deswegen habt ihr auch drauf geklickt. Wir gehen zum Spawn. Ich habe das Casino fertig. Ihr habt es am Titel gesehen, aber noch nicht ganz. Ich weiß noch nicht, oder am Thumbnail eher gesehen. Wir haben, das Casino sieht jetzt so aus. Das Casino 2.0. Ich habe mir gedacht, ich lasse die Redstone-Technik von Luca doch da, weil er sich viel Mühe gegeben hat. Danke nochmal da. Kurs geht raus, Luca. Von außen habe ich jetzt nichts mehr dran gemacht. Ich habe jetzt nur das Logo geändert in das Casino. Weil ist mir Maus Spinks. Und das wollte ich auch wieder nennen, das Casino und 2.0. Dann kommt man hier rein. Ich habe den Weg verbunden. Hier so ein kleiner Ausring. Hier ein kleiner Springbrunnen für die fürs Premiumhafte. Dann ist hier jetzt ein Teppich durchgezogen. Hier sind Zeller für ein so diese Ding kostet 10 Stück. 10 Dollar. Also. Ich angenommen, ich werde jetzt in der Slotmaschine einen reinlegen und krieg dann 7 raus. Habe ich 70 Stück Profit gemacht.
also 70 Dollar, 60 Dollar Profit gemacht. Und dann, wenn wir weg sind, muss ich einfach, wie heißt es, muss ich dem von meinem Geld was geben, weil ich das mit den Zellern nicht richtig machen kann. Ich bin dann dementsprechend die Wechselstube. Ja. Hier haben wir einmal den Teppich in die Ecken kommen, vielleicht noch so Chill Areas. Ja, ich werde am Casino eh noch immer ein bisschen so rumbasteln. Im Groben ist das jetzt eigentlich fertig. Hier kommt man rein. Hier hat man dann Streben zu den einzelnen Sachen. Das sind die Slotmaschinen. Alles immer andere Spieler sehen irgendwie alle gleich aus. Kann vielleicht sein, dass es im Update der Mod kommt. Hier hat der Mod dann wirklich erstmal einen Modelfehler reingehauen. Läuft, obwohl das alles das gleiche Model. Hat er ernsthaft. Oh, uff. Uff. Ich kann mir schon vorstellen, in welchem Programm er das gemoddet hat. Deswegen käme ich da ein bisschen aus. Deswegen denke ich mir nur, uff. Dann haben wir hier andere Spiele wie Snake, Scorbane 2048. Die hatten wir auch in Sphinx, die Slotmaschinen aber nicht. Und hier sind einfach ganz normale Slots. Du drehst einmal, kann ich euch gleich demonstrieren. Und dann musst du versuchen, halt alles auf die Gerade und dann kriegst du Geld. Ja. Hier haben wir dann so eine Trap zur Deko. Hier kann ich, glaube ich, Items irgendwie. Ja, hier kann ich den Coin reinlegen. Zack. Ja. Okay. Dann haben wir die Treppe. Die Treppe geht hier hoch. Okay. Die Werkbank kann ich mal abbauen. Oben ist eigentlich wie sonst auch. Nur ich habe nochmal einen Teppich durchgezogen. Hier ein bisschen Licht gemacht, damit es halbwegs ausgeleuchtet ist. Und dann hier überall sind jetzt Stühle dran. Und hier, dass man Skibu spielen kann oder Sudoku, Memory, ja. Und ich habe eingestellt, dass man überall 10 Dollar bietet. Also nicht, dass man einen so richtig abzieht. Ja, man bietet dann 10 Dollar und kann Glück haben, kriegt was. Zum Beispiel hier, was ich nice finde bei denen, zum Beispiel nehme ich jetzt einfach die Slotmaschine hier. Das ist nicht richtig Glück, sondern hier Insert, jetzt habe ich 10 reingezogen, da unten seht ihr es, jetzt habe ich auch 10 statt 11. Wenn ich jetzt Spin drücke, seht ihr, drehen die sich alle anders. Hier zum Beispiel langsam, 7 kriegen 77 mal 77 und so. Warte, ich versuche mal auf 7 zu kommen. Okay, okay. Ah, schade, ist es dazwischen? Nein, ist es die 7 geworden, okay. Ah, schade. 3-7 habe ich was. Na! Ah. Leute, guckt, wie dicht das aneinander ist. Wären die 3-7 auf einer Ebene bekommen, hätte ich jetzt 77 bekommen. Okay. Empty Kanister? Habe ich jetzt einen Empty Kanister bekommen? Okay, das ist verbuggt. Na. Testwelt habe ich. Okay, ich habe es auch nicht mit den Kanistern gemacht. Okay, wenn nicht, müssen wir einführen, dass man halt in Kreativ die Kanister dann switchen kann. Und ja, oder mir die gibt und ja. Ich würde sagen, wir probieren nochmal eine Runde. Okay. Ich probiere dann nochmal auf die 7 zu kommen. Weil, okay, jetzt ist das was anderes. Okay, wartet. Das dann da. Ah, schade. Beim letzten ist immer viel zu schwer. Und halt, Leute, und so geht es immer weiter. Ja. Wir haben auch noch andere Spiele, wie hier zum Beispiel Mean Minds, Columnus und Tetris. Und wie sind das alles drei Spiele mit dem gleichen Icon? Habe ich irgendwie random alle in eins gestellt? Das war gar nicht beabsichtigt. Kann auch sein. Ich habe die alle immer mit der Farbe gesetzt. Okay, wir spielen jetzt noch eine Runde Tetris. Let's go. Enter. So, okay. Hier Tetris, man kennt's. Zack, twisten, dann machen wir das so. Okay, hier so ein dran. Okay, hier so an die Seite. Zack, ich bin Tetris Gott. Okay, Spaß. Ich nicht. Okay, wie machen wir das? Den. Okay, komm, setzen wir den hier hin. So. Der kommt dann. Okay, krass, dass er noch genommen wurde. Okay.
Dann setzen wir den einfach so hin. Oh, ich hätte es auch schlauer machen können. Okay. Okay, Leute. Dann müssen wir jetzt langsam angehen, weil ich den da runterschieben möchte. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Oh, ich habe es auch hinbekommen. Nice. Geht das so? Oh. Okay, da habe ich eine Line. Okay, da habe ich mich... Oh. Suboptimal, aber egal, Leute. Tetris Bombe bin ich in dem Game. Sieht man ja, die nächste Line haben wir. Hier machen wir den hier rein. So. Ah, schade. Schade. Oh. Und zack. Oh, nein. Konzentration. Konzentration. Machen wir den so hin. Und du kommst dann so hin. Leute, wir stellen direkt einen Tetris Highscore auf. Mit die anderen, den ich... das wollte ich gar nicht. Oh, ich würde sagen, damit die anderen nicht, den nicht brechen können. Und dann kacke ich direkt rein mit Tetris. Uff, uff. 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 Einfach random irgendwas gerade gedrückt. Uff. Okay, ja. Ja, die ganze Zeit hohe Töne gespuckt und dann verkacken. Hohe Töne spucken und dann verkacken, Alter. Typisch für mich. Typisch. Okay, dann stecke ich den hier rein. Kommst hier. Spannendes Video gerade, Leute. Ah, nein, der hat da nicht mal reingepasst. Lost. Ja, hier. Das wäre am logischsten. Zack. Und ich knall das dann da rein. Zack. Nein! Okay, der hat hier gerade alles gekillt. Okay. Okay, ich dachte, der wäre... Na! Nein! Okay, jetzt wird's eng, Leute. Jetzt wird's eng. Jetzt wird... Okay. 288 ist ein Highscore, Leute. Ich habe jetzt einen Tetris-Highscore aufgesetzt. Ich war gerade komplett in meinem Tetris-Film drin. Ja, wir haben jetzt zwei Empty Kanister gemacht. Ich muss gucken, ob es so ein Changer-Item gibt, dass man halt die Kanister, die wechseln kann irgendwie. Wenn nicht, muss man die sich halt in Kreativ geben, weil eigentlich sollen das die Dinger sein. Ja, Crabs kenne ich jetzt persönlich nicht, Halma auch nicht. Ich gucke gerade nach einem Game, das ich kenne. Minesweeper kann ich nicht. Simon kann ich auch nicht. Roulette könnten wir vielleicht gleich spielen. Phantan kenne ich auch nicht. Skibo. Zuerst dachte ich, wo ich die Sache aufgestellt habe, es sind sehr wenig Sachen, aber jetzt sehe ich doch, es gibt schon viele Spiele. Okay, Start. Wir spielen jetzt Memory. Hitten. Okay. Du und du? Hä? Ah. Was? Binest? Hä? So? So? Ich bin gerade maximal verwirrt. Hit. Ich bin gerade komplett verwirrt in diesem Spiel. Okay, rot. Grün und grün. Blau und rot. Rot, rot. Rot, rot. Blau, blau. Hä? Leute, ich steige hier gar nicht mehr durch. So, du bist das. Du bist das. Okay, hier, das ist blau. Das ist ein schwarzer. Nein. Und du? Du bist hier. Okay, nein, das ist grün, grün. Grau, grau und schwarz. 40. Wir bleiben mal. Score. Hier, ich habe mal 40 Punkte gemacht. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall das Casino. Und damit können wir die hier, die Casino-Quest... Baue einen Shop am Spawn, abhaken $50 und das Case und wir kriegen
Phantorite Ingot, Iron Goldrate Ingot, Phantom Netherrack und Gold Netherrack. Gut, jetzt können wir halt verkaufen etwas in deinem Shop der anderen. Kann ich halt nicht machen, weil die anderen keinen Shop haben. Dann können wir noch Werbung machen, Leute. Ja. Ich würde sagen, das wär's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Abonnieren und so. Ciao. Leute.